ihr Lieben, wie denn? Ja, jetzt muss ich da tatsächlich mein Tablet aufnehmen. Ich musste leider heute Morgen mein Phone wegbringen. Ich muss mal hier Licht anmachen. Mir ist das jetzt zu dunkel. Moment. Ah, hoho, das Licht geht an. Oh, die Sonne geht auf. Oh Gott. Naja, egal. Bis ich Matsch am Paddel schadet niemanden. Also ich war heute Morgen leider in der Stadt. Ich musste leider mein Phone wegbringen, weil das alles am Abstürzen war. Ich war auch bei meinem Optiker, aber trotzdem, so rutscht schon wieder. Ich weiß nicht, was ich mache, ob ich einen komischen Dickschädel habe, ich weiß ja auch nicht. Ja, und dann kam ich heute Mittag nach Hause und dann habe ich mir gedacht, ich muss mal Plätzchen backen. Ich habe es versucht mit meinem iPhone oder Ersatzteil zu machen, aber das Video, was ich da gemacht hatte, hat leider nicht so funktioniert. Das ist einfach nach einer Minute abgekackt. Keine Ahnung warum, wieso, weshalb, warum. Und da habe ich gedacht, jetzt nimmst du halt das Tablet. Egal. Also, ihr Lieben, ich habe ja euch erzählt, dass ich ja die Backmatten bestellt habe. Einmal diese in drei Größen. Das ist das Größte. Passt genau aus Blech. Naja, fast. Fast. So schaut's aus. Hängt ein bisschen seitlich drüber. Und dann sind ja noch die zwei kleineren dabei. Na, und dann habe ich von Baking Boutique das zweiteilige Backmattenset probiert. Das ist die kleine. Geht auch. Moment. Ah, meine Hand. Schmerz. So sieht's aus, wenn es auf dem Blech liegt. Na? Ja, und das habe ich halt getestet. Das heißt ja immer, man kann das ohne Mehl machen. Aber ich sei ja nur mal ein gelernter Bäcker. Und ich mache hier überall Mehl ohne drinne. Ob das jetzt ein Holzbrett ist, ob das Silikon ist, egal. Ich mache trotzdem mal Mehl drinne. Es ist halt reine Gewohnheitssache. Und da dieser Teig, den ich heute gemacht habe, also nicht den Teig, den habe ich ja, wann habe ich den gemacht? Gestern? Vorgestern? Also die Kekse, die ich heute gebacken habe, der Teig, der ist zwar fest, aber bei Zimmertemperatur wird er halt wieder weich. Also es ist angebracht, wenn er dann, also wenn man dann halt Mehl drunter macht, um dass er nicht zerfleddert, sage ich jetzt immer. Soll ich mal Plätzchen testen? Also das ist jetzt ohne Marmelade, weil die anderen, die sind alle mit original österreichischer Pfirsich. Marmelade gefüllt mit Stückchen. Ich probiere mal. Die Kekse nehme ich mit, wenn ich mit dem Zug nach München bzw. Gießen, Frankfurt, Frankfurt, München, München, Weilheim. Das heißt, wer wohnt ohne in Weilheim? Ne? Genau, die Miriam und die, na, die Lilly wohnt in der Nähe, aber wir treffen uns da. Ja, also, die Kekse, die Backmatten, wie gesagt, hatte ich dann halt mit Mehl, habe den Teig ausgerollt, ausgestochen und habe dann die Backmatte auf dem Blech gemacht und gebacken. Ich muss sagen, wunderbar. Die Plätzchen gingen ab, super. Also, Backpapier kommt mir keins mehr im Haus. Ich habe zwar noch welches, aber das wird anderweitig verarbeitet. Aber für zum Backen nehme ich nur noch diese Backmatten. Es ist ein bisschen ungewohnt, weil das Problem ist ja, die Plätzchen, die gehen ja auch noch ein bisschen hoch. Und da kann es halt auch passieren, dass die aneinander backen. Aber naja, Gott, was soll's. Ist ja für daheim und sie schmecken, ob sie angebacken sind oder nicht, die schmecken trotzdem lecker. So, das waren jetzt die Plätzchen mit den Backmatten. Also, ich kann die Backmatten wirklich nur empfehlen. Es gibt natürlich auch Stimmen, die haben gesagt, ja, der Teig würde dran hängen bleiben. Also, ich hatte ja das letzte Mal auch den Hefeteig drauf gemacht und ausgerollt. Und ich muss ja sagen, gut, ich habe ihn zwar ausgerollt, aber ich habe ja Buchteln gemacht. Ich habe ihn also nicht auf der Matte drauf gebacken. Ich habe es halt nur ausgerollt, ausgestochen, wie ich es brauchte. Und dann nachher in der Kuchenform dann halt
als Ring gelegt und habe das dann halt, meine Buchteln dann halt in der Backform gebacken und nicht auf dem Blech. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also ich bin damit zufrieden. Es muss jeder für sich selbst entscheiden. Also wie gesagt, ich mache halt grundsätzlich Mehl drunter, auch wenn gesagt wird, dass kein Mehl drunter braucht. Egal, soll jeder machen, wie er will. So, jetzt Test von meinem Isio. Vorhin bei meinem ersten Video, was ja leider nicht funktioniert hat, hatte mir der Uli ja schon mal den Becher aufgemacht. Uli hatte mir den Becher aufgemacht. Und so sieht er aus. Schnittfest. Da habe ich vorhin schon mal mit einem Löffelchen drin gemacht. Und der schmeckt. Und der schmeckt, sage ich euch. Wie mache ich denn mal? Jetzt probiere ich den Keks mit diesem. Jetzt kommt Uli. Jetzt muss ich mich ins Bild stellen, damit ihr den Bulli nicht seht, weil er lässt sich ja nicht filmen, wenn dann nur mit Helm. Ja. Da ist er. Da ist er. Also ich muss sagen, die Kekse sind lecker und mein Isio ist lecker. Und jetzt habe ich mich ja noch halb verschluckt, aber egal. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich war heute bei nochmal beim TK Max. Soll ich euch zeigen, was ich gekriegt habe? Moment. So. Das habe ich bekommen beim TK Max. 650 Milliliter. Lok und Lok. Ach, made in Korea. Gibt es also hier nicht. Und zwar mit Strohhalm. Ich weiß ja jetzt nicht, wie die anderen sind. Ich glaube, die hier für zum Verkaufen sind, die sind ohne Strohhalm. Also das heißt, dieses Teil ist komplett dicht. Soll ich gerade mal Wasser rinlaufen lassen? Ich lasse mal Wasser rein. Hier, so sieht das Teil aus. Mal das Gummi wegmachen. Weil, wo der Jerry das letzte Mal diese Dinger hier hatte zum, ach, ich komme da nicht drauf, mit dem, als Trinkflasche, jetzt muss ich hier das erste Mal trockenlegen, als Trinkflasche, da hatte nämlich der Uli gemeint, ach, das wäre doch prima, das könnten wir ja fürs Fahrrad nehmen. Nur dann haben wir uns überlegt, das könnte ja sein, es läuft hier aus. Ne? So, alles zu. Dann wollen wir mal gucken. Wenn jetzt gleich die Plätzchen nass sind. Uli, guck mal, habe ich dir mitgebracht. Fürs Fahrradfahren. Cool. Habe ich in vierfacher für Ausführung. Also eins hier, für dich. Denk wieder an meine Küchenwände, gell? Ja, ja. Hier, ich mache jetzt mal hier Shake. Shake ist gut für die Armmuskulatur. Hier, Wackelarm. Egal, ich bin jetzt in dem Alter, wo man Wackelarme haben kann. Ja, ich bin gut versichert. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung, ich habe Haftpflichtversicherung. Ne? Also dieses Teil ist wunderbar. Ich habe alles aufgekauft, was es davon gab. Und soll ich euch sagen, das Teil hat gerade mal 6,99 Euro gekostet. Da musst du was essen. Ladgewöhn. Ich denke, du machst Diät. Ja, deswegen habe ich jetzt Hunger. Oh. Und was Leckeres. Mit dem Keks, frisch gebacken. Nee. Okay. Ich möchte lieber echt Leckeres haben. Ach, wir können uns immer was vom Saigon holen. Jetzt, na gut, dann später. So, hier, ihr Lieben, wir diskutieren jetzt hier aus, was es heute Abend zu essen gibt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, hoffe ich, dass dieses Video entweder heute Abend bei Facebook oder spätestens morgen bei Facebook oder Facebook. Na, egal, ihr wisst, was ich meine, gell? Also hier, in diesem Sinne, noch einen schönen Abend. Bis dann. Sollt ihr uns nicht mehr sehen? Schönes Wochenende. Ach so, und am Sonntag nicht so viel Geld ausgeben. Da ist doch irgendwas mit Weihnachtsbäckerei. Und ich kaufe diese neue Form nicht, die brauche ich nämlich nicht. In diesem Sinne, ciao, 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 ciao.